Petersum, Reza Nuri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Hey, ich habe ihn doch vorhin sogar noch freigelassen. Und jetzt soll ich ihn erschießen? Okay, hören wir uns mal genaueres dazu an. Das Update von Vikost, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Ja, was wohl? Wir beginnen mal wieder die Mission. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in einer verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst dir helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Tricopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Ich habe den bis jetzt noch nie benutzt. Also doch, einmal, wo es jetzt gerade Pflicht war, in der letzten Mission. London, UK, United Kingdom. Das weiß ich sogar. Schau ich in eine Engineerzelle. Ganz langsam Futter für die Fische. Bestätigt. Geh zur Position Bravo. Wow, der Blitz, Alter. Soll eine Mühle sein? Das ist ein Gefängnis, oder nicht? Boah, Alter. Ist das richtig? Scheiß Vieh. Warte. Auch erwischt. So. Ist das eine Mine? Nee, glaube ich nicht. Habe ich hier eine Wassermine genau vor der Küste stehen. Bess. Nähere mich der Mühle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Hallo, Hund. Tschüss, Hund. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. Ja, und ich baller mir einfach den Bodenweg frei. Also ich hätte ich vorhin nicht lang gekonnt, wenn der Sniper, glaube ich, noch da gewesen ist. Also es regnet hier. Haben wir schon am Rande. Ich wollte mich ja gerade beschweren, dass ich nass werde, aber ich bin ja gerade durchs Wasser gesprungen. Scheint irgendwie eine Art Radio oder so zu sein. Wo jetzt hier hoch?
Guck mal, die haben mir hier sogar extra eine Leiter hingebaut. Oh, die mir aber nicht viel bringt. Weil ich deutlich weiter hoch muss. Assassin's Creed, der ist grüßen. Ach so, ja, das kommt ja auch noch von mir. Da muss ich mich auch mal dran machen. Rim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ab. Position Bravo erreicht. Was ab? Ich zeig dir, wie gut ich die da sehe. Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Abfangen, eliminieren. 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Ja, ich hänge nur ein bisschen ab. Jetzt will ich unbedingt was machen. Bin auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen an. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug. Bevor der Typ mich da oben angreift. Hallo? Wieso kann ich die Leichen nicht nehmen? Wie unfair ist das denn? Ich wollte hier runterwerfen. Alter! Das finde ich jetzt aber total unkonkret von dem Spiel. Boah, sich hier dran festzuhalten, wenn das hier alles so nass ist. Das muss echt kranke Arbeit sein, ey. Achso, ich glaube, ich hätte den Typen hier auch einfach runterschubsen können, oder? Ach, hoch. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier ist das Datenpaket irgendwo. Da hinten. Da, wo wir anscheinend auch hin müssen. Boah, Alter. Der stand extrem ekelhaft hinterm Licht. Jetzt ist hier noch ein Sniper. Auch sehr ekelhaft im Licht stand. So, jetzt nicht mehr. Aber mehr sehe ich jetzt hier nicht. Gut, gehen wir weiter. Damit so ein Sniper ist das durchaus einfacher. Man kann ja auch Sturm-NGs oder Shotguns mitnehmen, aber. Nee. Ich bleib bei meiner Sniper. Und die Gründe dafür habt ihr jetzt gerade gesehen. Finde ich dann bei so einem Stealth-Spiel dann doch besser. Tief. Okay, das Ding ist auf jeden Fall irgendwo da hinten. So wie es aussieht. Das Datenpaket. Hier kann ich aber nicht runter. Gehe ich mal hier ganz hoch, wo der Sniper war. Hallo? Hier kann ich runter. Oh, noch ein Sniper. Sniper 1, check you in. All clear. All clear. Korrekt, mein Freund. Ist unter meiner Treppe oder wo? Nee. Ich würde schätzen auf diesen Treppenhaus, aber da komme ich auch nicht hin. So. Auf Kante herablassen. Der Typ ist wahrscheinlich unter mir, ne? Ich gehe jetzt mal sehr stark von aus. So, Moment, kann ich das überhaupt so sehen? Ich sehe das Ding jetzt nicht. Aber wird es mir hier direkt angezeigt im Endeffekt? Sogar noch ein Stück unter mir, ne? Oder hinter mir. Da, oder? Was da unten? Das, was so rot aufleuchtet? Will ich ja schon fast schätzen. Wäre aber unter mir im Haus. Das heißt, ich muss hier erstmal runter.
überspringen. Boah. Scheiß Licht. Durch das Loch in der Wand hätte ich wahrscheinlich durch die Kante reingekonnt. Das macht dann schon so leicht paranoid, wenn man die ganze Zeit das Datenpaket auf der Karte sieht, aber noch nicht drankommt. Hier scheint es auch noch nicht zu sein. Hallo Scherben. Hä? Ne, das Ding, was ich gesehen habe, war das Licht. Ach, das ist mein Magazin, okay. Ich habe jetzt gerade gewundert, was da unter mir liegt. Aber ich sehe es nicht. Das ist mein Magazin. Ich meine, ich muss noch weiter runter, so ist es ja nicht. Und hier bin ich auch noch nicht genau über dem Punkt. Der ist noch ein Stück weiter draußen. Das sieht so aus, als wäre der außerhalb der Wand. Muss ich mich wieder rausglitschen? Am Seil rutschen. Sam, das gefällt mir nicht. Wir haben Nuris Leute identifiziert. Das sind nicht nur Schläger. Geht das etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer All-Star-Mannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. Entweder hier drin oder da drunter. Würde ich jetzt mal schätzen. Weil das wird jetzt von der Reichweite her auch passen. Und ich wechsle einfach mal. Boah, Alter. Achso, das ist wegen dem Blitz. Cool. Ich würde sagen, da drunter. Wir schauen mal. So, obwohl ich... Ja doch, ich komme jetzt noch einen Stock runter. Speichern. Wegen den Speichern habe ich jetzt nicht rennen, okay? Datenpaket, jetzt ist es auf einer Höhe. Stoff zerschneiden. Dahinter steht doch direkt einer. Komme ich nicht so einfach hin. Wollte ich auf Nummer sicher gehen und verschieß mich. Best. I'm the best. I'm alive. Wie komme ich jetzt darüber? Ich denke mal, wenn ich hier runterspringe, komme ich hier wahrscheinlich nicht mal hoch, oder? Ne, hier ist kein Schaltträger. Hier auch nicht. Ich sollte aber da mal so langsam runtergehen. Oh shit! So kann man es sehen, ne? Glasscheibe vor? Der Typ hat einen Störsender. Und
Und ja, da ist eine Glasscheibe vor. Oh! Wichser, Alter! Rammt er mir die Tür ins Gesicht. Warte mal, da ist eine Treppe, also ich kann auch wieder hoch. Wow. Ich habe Licht ausgemacht. Aber der Laptop ist ja auch schon ganz nah. Wenn man hier von seinem Scheißteil. Aber wie komme ich jetzt da rüber? Ja, es ist wirklich der Blitz. Da ist aber auch so ein Gitter, da komme ich so gar nicht drauf, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht, ich will da rüber. Von außen? Ja, so scheint es zu gehen. Genau so geht's. Damit hätten wir das Datenpaket. So. Fehlt uns nur noch der Laptop, der hier vorne ja auch schon angezeigt wird. Irgendwo. Schaut auf einer anderen Ebene. Wir müssen weiter runter auf jeden Fall. Geh weiter runter, Sam. Die sind anscheinend dabei einzupacken. Uns läuft die Zeit davon. Wo sie packen? Wo reisen sie denn hin, Hawaii?